fast Unmögliche geschafft. Sie ist in das Finale dieser Fußballweltmeisterschaft in Mexiko vorgedrungen. Ich hoffe, Sie zu Hause, Sie fühlen hier mit uns. Wir sind begeistert von dieser deutschen Mannschaft, die glänzend gespielt hat in der ersten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit. Ein bisschen schlechter, aber was soll's. 2:0 gewonnen gegen Frankreich ins Finale. Und dort trifft man dann entweder auf Argentinien oder auf Belgien. Aber das ist sicherlich im Augenblick nur Nebensache. Herzlichen Glückwunsch an Franz Beckenbauer, an alle Spieler und viel Glück im Finale. Zurück ins Studio. Wer hätte das wohl gedacht? Wie geht es Ihren Nerven? Ich weiß ja nicht. Es war ja ganz schön spannend, vor allen Dingen die letzten anderthalb Minuten. Horst Rubesch hat gesagt, warten Sie mal ab, die letzten fünf. Da geht es nochmal zur Sache. Tja, haben Sie damit gerechnet? Ja, ich habe mich gerechnet. Ich habe ja vorher gesagt, das Problem ist, glaube ich, jeder hat sich überlegt, wie kann man die Franzosen schlagen. Nur die Franzosen haben sich, glaube ich, nicht überlegt, wie sie Deutschland schlagen. Und das ist das große Problem hier, weil bin ich der Meinung, weil es ist nicht so einfach, gegen eine Mannschaft zu spielen, die also ziemlich kompakt hinten gestanden hat. Sie hat teilweise fünf Minuten lang, wie jetzt zum Schluss oder am Anfang der zweiten Halbzeit, diese halbe Stunde auch unter Druck gekommen ist, aber trotzdem auch mit Glück und mit Können eben dieses 1:0 dann in der zweiten Halbzeit gehalten hat. Jetzt wird man sich immer wieder fragen, warum war von der Brillanz der Franzosen nichts zu sehen? Vielleicht ist ein Teil der Begründung in dem, was Sie gesagt haben, dass die Franzosen sich mit ihrem Gegner und dessen Spielweise nicht auseinandergesetzt haben, aber dass so Leute wie der Platini überhaupt nicht auf dem Platz zu sein scheinen, ohne dass ich jetzt die Leistung von Rolf schmälern möchte. Nein, man muss natürlich davon ausgehen, dass wir ziemlich eng gespielt haben. Wir haben also kompakt gespielt, wir haben sie also auch früh genug gestört. Sie sind also in der zweiten Halbzeit, wo sie teilweise diese Drangperiode hatten, auch 4-5 Mal hintereinander ins Abseits gelaufen. Das sind alles natürlich Dinge, die dann den Spielfluss hemmen dieser Mannschaft. Und das haben wir dann hervorragend gemacht. Wir haben natürlich, so wie der Toni jetzt zum Schluss, so einige leichtsinnige Dinge drin gehabt. Und ich glaube, wenn man diese Sachen abstellt, dann wird das also wesentlich leichter. Und wir haben zu schnell den Ball verloren. Wir müssen also noch ein bisschen sicherer den Ball spielen. Dann sind wir praktisch ein Team, sage ich jetzt mal, wie die Belgier das gespielt haben, wie die Belgier das die ganze Zeit vorgeführt haben in dieser Richtung. Jetzt müssen wir ein bisschen pokern. Wenn Sie mal hier rüber schauen auf die verschiedenen Monitore, wir werden jetzt auf der Leitung, auf der eben diese Übertragung in die ganze Welt gegangen ist, vielleicht und hoffentlich bald in Jörg von Torra sehen, mit einigen deutschen Spielern. Und dann werden wir auch sofort umschalten. Aber ich habe auch natürlich während dieser Übertragung ständig ein Auge gehabt zu Theresa Henkel mit ihren Nachbarn aus Frankreich und aus der Bundesrepublik Deutschland. Wie ist denn jetzt die Stimmung, Theresa? So, hier zu meiner Linken sind lachende Gesichter, rechts sind es eher lange Gesichter. Aber ich muss eins sagen, ich habe selten bei einem Spiel Franzosen so leise und so dezent fluchen hören wie heute Abend. Elle, Sie hatten vorhin eine ganz spezielle Meinung, warum die Franzosen kein so ganz tolles Bild abgegeben haben. Ja, also es war unverständlich eigentlich. Die machten heute einen müden Eindruck und man hat fast das Gefühl, die haben zu viel Tacos gegessen. Eine mexikanische Spezialität und hatten volle Bäuche. Oder Tequila. Wir haben Pech gehabt, aber die Deutschen haben sehr gut gespielt. Ja. Also Sie waren richtig zufrieden. Ja. Jean-Claude, Sie sind Marathonläufer, auch Sportler. Was hielten Sie denn von der Leistung der Fußballerkollegen, der französischen? Oh, ich bin nicht gut zufrieden gegen die Franzosen. Und Torra schon im Gespräch ist. Schalten wir um nach Mexiko, vielleicht haben wir sogar Ton. Die wollte er nicht. Ja, auf dem Platz nicht. Ich gehe noch gleich nochmal in die Kabine und versuche es nochmal zu tauschen. Mal gucken, vielleicht bekomme ich es ja. Sie haben ein Riesenspiel gemacht gegen ihn. Vielleicht war er sauer darüber, dass Sie so gut gegen ihn ausgesehen haben. Und hat ihm darum das Trikot nicht gegeben. Nein, ich glaube nicht. Er hat zwei, drei gute Szenen gehabt. Und es war schwer halt in der Mitte zu spielen. Der Karl-Heinz Förster und der Dietmar Jakobs standen hinter mir. Und man konnte an sich wenig falsch machen bei diesem Spiel heute. Haben Sie sich denn speziell auf Ihren Gegner vorbereitet? Oder waren Sie selbstbewusst genug, weil Sie ja schon einmal im Europapokal so gut gegen ihn gespielt haben? Ja, das auch. Und dann einmal weil, das Dänenspiel, da mit der Elfmeter passiert ist. Und das Spiel nicht so gut gegen die Dänen lief, habe ich heute alles probiert und es lief ganz gut und ich bin zufrieden. Karl-Heinz Förster, es lief wirklich hervorragend. Ein bisschen begünstigt wurden Sie natürlich durch den ersten Treffer, der sehr schnell fiel und der vielleicht einem Fehler des französischen Torhüters entsprang. Ne? Natürlich entsprach das dann unserem Spiel. Wir konnten auch mal von hinten raus spielen. Und ich muss sagen, wir haben unsere Deckungsaufgaben von vorne bis nach hinten sehr gut verrichtet. Haben in der ersten Halbzeit noch gute Konterchancen gehabt, um das 2:0 zu machen. Ich glaube auch, dass der Wolfgang ein super Spiel gemacht hat gegen Platini. Und wir konnten eigentlich nicht diese sture Manndeckung spielen, die wir normal gewohnt sind, weil die Franzosen sehr viel rochiert sind
aber man hat uns immer vorgeworfen, wir könnten das nicht. Und heute ist uns das super gelungen. Und ich freue mich riesig, dass wir im Endspiel stehen. Sie haben sehr viele Freistöße erhalten und auch bekommen im ganzen Spiel. Haben Sie so ein bisschen bewusst drauf gespielt, um die Franzosen nicht in den Spielfluss kommen zu lassen? Ja, wir waren natürlich von Anfang an aggressiv eingestellt. Und dann passiert eben auch mal ein Foul im Mittelfeld oder im vorderen Mittelfeld. Aber wir konnten uns dadurch wieder formieren. Und deswegen kamen die Franzosen mit Sicherheit nicht so ins Spiel, sondern nach Torchancen haben wir das Spiel verdient gewonnen. Mich hat besonders beeindruckt noch Ihre Abseitsfalle. Die Franzosen sind ja bestimmt 10, 15 Mal reingelaufen. War das geplant oder hat sich das so ergeben? Das hat sich eigentlich ergeben, da der Herr Dietmar dann mehr oder weniger auf einer Linie hat spielen müssen, weil die Franzosen alles nach vorne geworfen haben. Und dann war ich zum Beispiel oft der letzte Mann und musste nur noch einen Schritt nach vorne gehen und somit war der Franzose im Abseits. Ein Traum ist wahr geworden, Wolfgang Rolf. Mal ganz im Ernst, hatten Sie sich das wirklich so gedacht vor der WM, dass Sie das schaffen würden? Nein, sicherlich nicht, wenn man davon ausgegangen ist, was für eine Gruppe wir hatten und wie schwer sie war und gegen Mexiko auch noch im Viertelfinale gespielt haben, muss ich sagen, ist super. Was Schöneres gibt es nicht, als im Endspiel zu sein. Und das heute war ja wohl in der Tat die Krönung, war auch wirklich ein Riesenspiel, ne? War ein super Spiel von unserer Seite. Man hat uns ja immer vorgeworfen, wir seien spielerisch nicht so stark, aber wir konnten das heute widerlegen. Und wie gesagt, in der Mannschaft ist eine unheimliche Freude. Prima, dann will ich Sie auch schnell entlassen, damit Sie mit der Mannschaft feiern können. Wir hören bestimmt noch im Laufe der nächsten Tage von Ihnen. Danke. Ich gebe erstmal kurz zurück nach Deutschland. Wir haben hier dann aber noch ein paar Gesprächspartner mehr. Ja, Jörg, er versteht mich nicht. Deswegen brauche ich ihn auch nicht anzureden. Das ist Blindflug. Haben Sie auch gemerkt, dass wir da ein bisschen unhöflich sein mussten. Aber wenn wir wieder sehen, dass sich da etwas tut, dann werden wir versuchen, wiederum zu schalten. Wir sind ja ganz schön happy, dass die Leitung steht und dass der Ton auch angekommen ist. Und um 22 Uhr unserer Zeit, da sollten wir wieder eine Möglichkeit haben. Jetzt hat der Jörg schon wieder einen da. Wenn ich das richtig sehe, schalten wir einfach nochmal drauf. Es war ein ganz vorzügliches Spiel, ein schnelles Spiel. Beide Mannschaften haben ihr Bestes gegeben. Ich fand, die Franzosen waren sehr gut, aber die deutsche Mannschaft war besser. Ich glaube, sie hat verdient gewonnen. Herr Eschweiler, seines Zeichens ehemaliger FIFA-Schiedsrichter und in Diensten halt der Deutschen. Haben Sie auch so einen ähnlichen Eindruck gehabt wie der Botschafter? Es freut mich für Franz Beckenbauer und seine Truppe, dass sie gewonnen haben. Und ich kann auch nur noch mal betonen, sie haben es spielerisch und kämpferisch verdient. Aber wir wollen nicht die hervorragende Leistung des italienischen Schiedsrichterkollegen vergessen. Ja, was hat ihm besonders gefallen, seine Konsequenz? Seine Konsequenz, seine Ruhe. Und bei aller Hektik auch noch ein freundliches, charmantes Lächeln und ein nettes Wort für die Spieler herzugeben. Herr Eschweiler, Sie haben ja nun jahrelang solche Spiele gepfiffen. Hatten Sie den Eindruck, dass die Franzosen am Ende fertig waren, entnervt waren, entkräftet waren und dass die Deutschen darum am Ende doch noch das 2:0 machen konnten? Ja, ich würde sagen, die deutsche Mannschaft hat es sich spielerisch erarbeitet. Die Kraft der Franzosen ließ sehr stark nach und auch die Motivation bei ihren vielen Chancen, die sie hatten. Und die deutsche Mannschaft hat es kämpferisch erarbeitet. Ich kann nur sagen, es ist rechtlos verdient und es freut mich besonders. Herr Dittmann, jetzt zum Endspiel am Sonntag? Ja, ich tippe auf Deutschland selbstverständlich. Ich habe alle Spiele vorausgesagt, mehr oder weniger. Ich habe gesagt, die deutsche Mannschaft kommt ins Endspiel und ich bin überzeugt, sie wird gewinnen. Meine Güte, Sie sind ja optimistisch. Ich bin ein Optimist und ich glaube, die heutige Leistung der deutschen Mannschaft rechtfertigt diesen Optimismus. Die deutsche Mannschaft hat sich von Spiel zu Spiel gesteigert. Das ist gar keine Frage. Und ich glaube, sie wird sich weiter steigern und hat eine gute Chance zu gewinnen. Schönen Dank, meine Herren. Wir treffen uns beim großen Finale wieder. Danke. Danke sehr. Ja, der deutsche Botschafter muss ja von Hause aus schon Optimismus ausstrahlen. Und wenn er recht behält, uns kann es ja nur recht sein. Und das Freund Eschweiler, wie wir Journalisten ja auch gerne zu ihm gesagt haben, noch ein gutes Wort für seinen wirklich gut pfeifenden Kollegen gefunden hat, versteht sich auch von alleine. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir werden uns nachher auch noch ein paar Szenen anschauen. Aber nun möchte ich doch halt schnell nochmal der Theresa die Chance geben, ihre Frage wieder zu stellen und ihr Gespräch fortzusetzen. Was mir gefallen hat, ist ja, dass so alles in fröhlicher Runde noch beieinander sitzt. Ich kann mir nur vorstellen, es ist ganz schön warm bei euch. Sehr heiß. Ja, wir rennen noch mal zwischendurch mal kurz auf den Balkon raus, um uns ein bisschen Abkühlung zu verschaffen. Aber mich interessiert jetzt noch was. Wir hatten ein paar deutsche Stimmen eben gehört aus Mexiko. Jetzt noch mal eine französische zu dem Spiel. Das Wort hors-jeu, abseits, fiel hier auch dauernd. Wie beurteilen Sie denn nur die Leistung? Was war denn da los mit den Franzosen? Ich glaube, dass heute die deutsche Mannschaft hat sehr gut gespielt und das Mittelfeld, das französische Mittelfeld hat war nicht auf das Feld, ja. Und
Ich weiß nicht warum, aber das kann man nicht erklären, ja. Kann das sein, dass die Franzosen so ein bisschen unter Erfolgsdruck standen, dass die dachten, wir müssen unbedingt gewinnen und dann irgendwo ein bisschen schlabberig wurden? Ich glaube, sie haben vielleicht zu viel gemacht nach das Spiel nach dem Brasilia. Und heute, das ist schade, aber die deutsche Mannschaft hat ein gutes Spiel gemacht. Ja, jetzt haben wir natürlich auch einen deutschen Fan, Rüdiger. Ja, also ich habe es ja bis zum Schluss.